Ich finde es ganz, ganz grundsätzlich wichtig, dass die erstmal als Individuen da sind, weil für die meisten von denen ist es ja auch das erste Mal, dass sie dieses gesundheitliche Problem haben, mit dem sie sich an einen wenden. Und wenn ich dann einfach denke, ach ja, der letzte türkische Patient, den ich letzten Mittwoch gesehen habe, hatte das auch, das ist bestimmt genau das Gleiche, dann kann ich denen einfach nicht gerecht werden. Und ich glaube, daran muss man sich wirklich immer, immer wieder erinnern. O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Diese Podcast-Episode wird ermöglicht durch Dr. Lipp. Wir danken unserem Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unsere Sponsoring-Partner haben keinen Einfluss auf die Inhalte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin. Mein Name ist Katrin Strobel, ich bin Redakteurin der Medical Tribune und ich spreche heute mit Dr. Petra Jung. Sie ist niedergelassene Hausärztin in der Nähe von Freiburg. Außerdem ist sie als Dozentin am Institut für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Freiburg tätig. Frau Dr. Jung, schön, dass wir heute sprechen können. Hallo. Ja, es freut mich auch. Hallo. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Thema Migration und Gesundheit beschäftigen. Und das vor allem aus der Sicht der Ärztinnen und Ärzte. Also, wie kommuniziere ich mit Patienten, deren Sprache ich nicht spreche? Wie gehe ich mit Patienten um, deren Kultur sich von meiner unterscheidet? Und welche Rolle spielen meine eigene Prägung und meine eigene Sozialisierung dabei? Frau Dr. Jung, Sie haben sich viel mit der Versorgung von vulnerablen Gruppen befasst. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich habe wenig Kontakt zu Migranten und Migranten in meiner Kindheit und Jugend gehabt, weil ich zunächst in der DDR und dann später eben im späteren Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen bin und habe aber mit 16 auf jeden Fall in mir so diesen Drang in die Welt gespürt und bin dann an eine internationale Schule gegangen. In Norwegen war da 2 Jahre mit 200 Menschen aus etwa 90 Nationen, wo auch dieses internationale Verständnis ein ganz wichtiger Teil der Schule war. Habe erst tatsächlich dann internationale Beziehungen studiert, weil mich so dieses internationale Zusammenleben interessiert hat und weil ich das eigentlich zum Beruf machen wollte. Habe nach 2 Jahren gemerkt, dass ich irgendwas Konkreteres brauche und habe dann auch mit diesem Wunsch eigentlich konkret mit internationalen Impulsen, aber fachlich in der Medizin zu arbeiten, das Medizinstudium begonnen und habe auch einige Teile im Ausland verbracht, also war viel in Südamerika unterwegs, habe lange auch in Mexiko Zeit verbracht, dort studiert, formuliert und auch PJ gemacht, war später in Uruguay und habe im Laufe des Studiums mich auch mehr mit dieser Migrationsfrage befasst, habe dann meine Doktorarbeit über Kinder und Jugendliche in Flüchtlingsaufnahmen in Mecklenburg-Vorpommern geschrieben und mich da vor allem mit deren psychischer Belastung befasst. War im Zuge dessen ganz viel in Flüchtlingsaufnahmen unterwegs, damals in so 2006 bis 2008 so ungefähr und habe eigentlich das auch immer so im Herzen behalten, dass mich das interessiert, dass ich da hingehen will, fachlich auch und habe dann irgendwann im Institut für Allgemeinmedizin angefangen mit dem Wunsch, nicht nur eben zu Migration zu arbeiten, sondern auch zu Menschen mit anderen sozialen Vulnerabilitäten. Habe einiges zur Obdachlosigkeit, also zu obdachlosen Frauen gemacht. Habe auch mich viel mit dem Thema so Gender etc. befasst. Und auch Diskriminierung ist gerade ein ganz, ganz großes Thema, was wir in einem gesonderten Projekt jetzt nochmal besonders betrachten. Und habe nach meiner oder in der Zeit um meine Facharztprüfung drumherum, bevor ich mich also entschieden habe, wirklich allgemeinmedizinisch hausärztlich zu arbeiten, in der Erstaufnahmestelle in Freiburg gearbeitet. Das war in den Jahren 2019, 2020, habe also da auch diese gesamte Corona-Pandemie und alles, was damit zusammenhing, erlebt und zwischenzeitlich auch ein Projekt gemacht. Und das hieß die migrantenfreundliche Hausarztpraxis, wo wir uns damit befasst haben, wie Menschen in Hausarztpraxen nicht nur eben von der Seite der Patientinnen und Patienten gesehen, sondern auch vom Personal. Also wie sehen das die MFAs? Was haben die für Probleme? Wie sehen es die Hausärzte? Wo liegen da so die Diskrepanzen auch? Und im Zuge dessen habe ich dann auch später an so einem Buch mitgearbeitet. Also wir waren ein Herausgeberteam und haben mit ganz interessanten Beiträgen dann auch so ein Buch gefüllt. Also wo es dann um Migration und Diabetes, Migration und gynäkologische Vorsorgen und so. Und da habe ich tatsächlich auch nochmal ganz, ganz viel gelernt. Für alle, die das Buch interessiert, das verlinken wir gerne auch in den Shownotes. Das heißt auch Migration und Gesundheit, richtig? Ja. Ja. Ja, sehr interessant. Das Projekt, von dem Sie gesprochen haben, das war dann von der Uni aus?
Die Bewerbung ging aus vom Institut für Allgemeinmedizin. Es war eine Ausschreibung der Robert-Bosch-Stiftung, die ja relativ viel auch dazu macht. Und was das Schöne in dem Projekt war, ist, dass wir auch ganz viel Kontakt zu anderen ähnlichen Projekten hatten. Also die hatten natürlich alle irgendwie einen nochmal einen gesonderten Fokus, aber wir haben damit auch viel Kontakt gehabt zu anderen Projekten, die sich mit eben dieser Problematik der Kommunikation befassen, aus dem Blickwinkel manchmal der Kinder- und Jugendmedizin, aus dem Blickwinkel der Psychiatrie und Psychotherapie, und da waren auch sehr spannende Projekte einfach neben uns, und es gab immer mal wieder so Treffen, wo wir uns dann da auch austauschen konnten. Es war ganz augenöffnend auch. Ja. Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht solche Erfahrungen, wie Sie sie gemacht haben, das heißt auch mit verschiedenen Kulturen zu arbeiten oder selbst in verschiedenen Ländern und Kulturen zu leben? Also ich würde niemals sagen, dass man das zwingend braucht, weil ich finde natürlich, dass jeder die Möglichkeiten hat, sich auf fremde Kulturen einzulassen, ob er da jetzt oder sie da selber gelebt hat oder nicht, ist, glaube ich, erstmal zweitrangig. Aber natürlich hat man den Kopf dann voller Geschichten und Beispiele. Ja, also wenn ich jetzt an meine Zeit eben in der Schule mit diesen ganzen unterschiedlichen Nationalitäten zurückdenke, ich habe natürlich zu jeder Nationalität vielleicht auch ein bisschen ein anderes Bild, weil das dann, irgendwann sind es dann Freunde oder es sind Menschen, die man kennt oder man weiß von deren familiären Hintergründen. Und das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man die in so einer per se vulnerablen Situation wie dem Arztbesuch in der Praxis erlebt und auch nur für 10 Minuten. Ich glaube, das hilft schon, und natürlich hilft es auch selber mal, in der Position gewesen zu sein, nichts zu verstehen oder vielleicht auch nicht alles zu verstehen oder sich auch mal fremd zu fühlen. Also ich war natürlich, wenn ich im Ausland war, auch immer in einer sehr privilegierten Situation. Ich habe das selbst für mich gewählt. Es gab keinen Grund für mich, meine Heimat zu verlassen, außer dass ich was Neues erleben wollte. Und das, glaube ich, ist natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Unterschied, der mich damit auch von den vielen Migrantinnen und Migranten in Deutschland unterscheidet, die es hier halt sehr schwer haben. Und trotzdem kenne ich so dieses Gefühl, irgendwie nicht den gleichen kulturellen Background zu haben und nicht an Witze nicht anknüpfen zu können oder einfach auch tatsächlich so manche Nuancen nicht zu verstehen. Selbst wenn man irgendwann dann die Sprache versteht, ich habe natürlich irgendwann relativ gut Spanisch gesprochen, ich spreche ziemlich fließend Englisch und so weiter, aber so kommt dann so auf die Nuancen drauf an und man bleibt immer so ein bisschen außen vor und man hat trotzdem auch immer so ein gewisses Heimweh. Nicht nur nach dem eigenen Land, sondern auch nach der eigenen Kultur oder den Gepflogenheiten, ja. Ja, genau, nach der Heimat tatsächlich. Also dieser Begriff Heimat ist ja manchmal auch so ein bisschen kitschig überladen, aber der hat auf jeden Fall eine große Relevanz, glaube ich. Und ich war nie im Ausland krank, das muss man dazu sagen. Ich war nie ernsthaft krank. Ich war auch nie in einer Situation, wo ich Hilfe gebraucht hätte. Ne? Also ich habe kein Kind im Ausland gekriegt oder so. Also ich war wirklich nicht in Situationen, die stark herausfordernd waren. Aber ich glaube, das so im Hinterkopf mal erlebt zu haben und auch eben andere Menschen erlebt zu haben, die in diesen Situationen sind. Also in der Flüchtlingsaufnahme gab es ja keinen einzigen Patienten, der nicht diese Hürde der Migration und natürlich auch vor allem der mit Trauma verbundenen Migration mit in seiner Biografie hatte. Und natürlich habe ich da ganz, ganz viele Menschen im Kopf und auch ganz viele verschiedene Geschichten im Kopf, die jede für sich ein Stück weit auch immer so den Horizont erweitert und augenöffnend war. Als Arzt in der Praxis, Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, da hat man dann in der Regel nur ein paar Minuten und sieht den Patienten vielleicht auch zum allerersten Mal. Und auch das ist schon mal angeklungen, es gibt ja nicht die muslimischen Patienten oder die Patienten mit türkischer Migrationsgeschichte oder die Patienten aus der Ukraine. Das sind ja alles keine homogenen Gruppen. Und trotzdem gibt es ja sicher manches, was über diese individuelle Ebene hinweg auf einen Großteil der Patienten aus der einen oder anderen Gruppe zutrifft. Wie geht man denn mit diesem Dilemma um? Also in gewisser Weise mit dem Schubladendenken, was vielleicht beim einen oder anderen aufkommt. Ja, ich finde, das ist tatsächlich so das Allerwichtigste, dass man versucht, es wirklich in den Hintergrund zu stellen, dass die alle zu dieser einen Gruppe gehören. Natürlich hilft es manchmal, wenn man mehrere aus einer Gruppe kennt, dann gibt es einfach gewisse Strukturen. Ja, dann hat man vielleicht schon mal in dieser App ausprobiert, das auf Ukrainisch zu übersetzen, oder man hat einen Flyer oder was, der auch auf Arabisch ist. Das ist natürlich sehr hilfreich, was so Strukturen angeht. Aber davon abgesehen, ist es was mir wirklich auch erst in diesen letzten Jahren, in denen ich mich intensiv damit befasst habe, wirklich so ganz klar geworden ist, dass es ganz ungerecht ist, nicht das Individuum zu sehen. Na, ich sehe ja am Tag auch 40 deutsche Patienten, also ursprünglich deutsch, ohne Migrationshintergrund. Und ich würde ja nie auf die Idee kommen,
die alle als eine homogene Gruppe zu sehen, ja. Und die kommen sogar alle aus dem gleichen Dorf oder die kommen alle aus der gleichen Region. Und trotzdem sehe ich da die Frau Meier mit all ihren familiären Zerwürfnissen und ich sehe da den Herrn Müller mit seiner Krankengeschichte. Und ich versuche mich wirklich auch daran zu halten, das auch bei den anderen zu machen. Das gelingt natürlich nicht immer, ganz klar. Aber ich finde das ganz, ganz grundsätzlich wichtig, dass die erstmal als Individuen da sind, weil für die meisten von denen ist es ja auch das erste Mal, dass sie dieses gesundheitliche Problem haben, mit dem sie sich an einen wenden und die kennen sich ja vielleicht selber gar nicht. Und wenn ich dann einfach denke, ach ja, der letzte türkische Patient, den ich letzten Mittwoch gesehen habe, hatte das auch, das ist bestimmt genau das Gleiche, dann kann ich denen einfach nicht gerecht werden. Und ich glaube, daran muss man sich wirklich immer, immer wieder erinnern. Ja, also auch einen gewissen selbstkritischen Umgang auch pflegen. Ich finde das im Englischen ganz toll, da gibt es den Begriff der Cultural Humility. Also ich kenne keine deutsche Entsprechung davon, aber es bedeutet ja so viel wie kulturelle Demut oder Bescheidenheit. Also erstmal auch so den Blick auf sich selbst richten und sich selbst auch dessen bewusst sein, welche Prägung und welche Sozialisierung und welche Kultur in Anführungszeichen in einem selbst steckt und was vielleicht dann auch dafür sorgt, dass man anderen Menschen auf eine gewisse Weise begegnet. Und das finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Ansatz, mal sich selbst auch in dem ganzen Szenario zu betrachten, auf eine kritische Weise. Ja, und sich auch einfach mal vor Augen zu führen, was uns eigentlich ausmacht. Ja? Also wenn man jetzt über sich selber nachdenkt, dann würde man sagen, ja, ich bin Ärztin, ich bin Mutter, ich bin dies, ich bin das und ich bin Deutsche, käme ja bei den meisten von uns erst irgendwann relativ spät. Ja? Und es gibt zum Beispiel eine ganz spannende Studie, die Sinus-Studie ist das, die jetzt vor, ich weiß nicht mehr genau wann, aber vielleicht vor 2, 3 Jahren nochmal neu aufgelegt wurde, die auch so Migrantenmilieus oder migrantische Milieus in Deutschland untersucht und da ganz viel stratifiziert und sagt, wir müssen da wirklich unterscheiden. Es gibt die Hochgebildeten, für die zum Beispiel religiöse Hintergründe völlig unwichtig sind. Oder es gibt andere, die meinetwegen in der 2. Generation hier leben und die schon wie so Subkulturen in Großstädten für sich als ihren Lebensraum erkoren haben und so weiter. Und die haben, glaube ich, 8 oder 9 Subgruppen. Und die haben einfach festgestellt, dass wenn man die Deutschen ähnlich stratifizieren würde, dann hätten Leute in der gleichen Subgruppe viel mehr gemeinsam, als wir jeweils mit unseren kulturell aus der gleichen Ursprung stammenden. Und das finde ich einfach wichtig, sich das ab und zu mal wieder vor Augen zu führen. Ja, wenn da jetzt jemand ist in meiner Lebenssituation, ja, weiblich zwischen 30 und 45, Mutter und sowas, dann habe ich wahrscheinlich viel, viel mehr Parallelen mit dieser Person als mit eben dem vorhin schon erwähnten 80-jährigen Herrn Müller, der hier in meinem Winzerdorf mit seiner Frau seinen Garten pflegt. Und das ist total wichtig, einfach sich das vor Augen zu führen und auch den Leuten auf der Ebene einfach zu begegnen und so dieses Kulturelle einfach auch mal völlig wegzulassen. Und ich glaube, dass das vielen Leuten auch gelingt und hoffentlich zukünftig auch mehr Leuten gelingt, weil wir ja einfach mittlerweile einen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund haben, der 25% übersteigt. Und ich hoffe, die jüngeren Generationen sind damit viel natürlicher groß geworden als ich zum Beispiel. Ja, für mich ist es tatsächlich immer noch ein Faktor, das merke ich, weil ich einfach das nicht von Grund auf, sag ich mal, gelernt habe vielleicht. Ich finde es eher spannend, was vielleicht für die Leute ganz günstig ist. Andere Leute finden es vielleicht eher beängstigend, worüber man diskutieren muss. Ich würde davor warnen, dass immer gleich als, man ist nicht immer gleich Rassist, wenn man bestimmte Ängste hegt. Das hilft nicht in der Diskussion. Aber ich finde, wir müssen uns das auf jeden Fall bewusst machen. Ja, welche Rolle spielt denn Kultursensibilität oder eben der Umgang mit verschiedenen Kulturen im Medizinstudium? Ja, ich finde, der ist extrem rudimentär ausgeprägt, würde ich sagen. Also natürlich liegt mein Medizinstudium jetzt auch schon wieder viele Jahre zurück. Ich würde sagen, es ist uns gar nicht begegnet, also mir damals gar nicht, außer als ich mich dann natürlich selber in dieser Doktorarbeit damit befasst habe. Heutzutage, ich kann es gar nicht sagen, ich kann es für uns als Allgemeinmedizin sagen, auch da würde ich sagen, kann man noch viel aufholen, man kann es noch viel mehr zum Thema machen. Bei uns am Institut habe ich das natürlich durch die Projekte auch immer wieder eingebracht. Ich versuche auch, wenn wir, was weiß ich, fallbasiertes Lernen machen oder so, auch Fälle einzubringen. Manchmal machen wir es zum Thema, dass da dieser migrantische Aspekt ist und manchmal machen wir es nicht. Also manchmal kommt da einfach auch jemand mit Migrationshintergrund, so mit einem ganz
normalen, banalen Problem, dass wir einfach so diese Selbstverständlichkeit versuchen einzubauen, so wie wir auch LGBTQ einbauen wollen und so weiter, einfach um das auch so ein bisschen als Selbstverständnis zu machen. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es gibt ja da immer so viele Beispiele, so dass man in der Dermatologie selten Bilder sieht von Hauterscheinungen auf dunkle Haut. Und häufig, was Studierende zurückspiegeln oder uns auch sagen, jetzt auch vor allem in diesem Diskriminierungsprojekt, ist eben, dass da natürlich auch ganz, ganz viele Stereotypen in der Pharmakologie oder so, oder auch in der Schmerztherapie, ne, die, das, was wir ja auch alle kennen, so dieser Morbus Mediterraneus und so, wo ich dann wirklich denke, wow, das hat eigentlich im universitären Kontext überhaupt nichts zu suchen. Ich glaube auch nicht, dass das die Norm ist, dass das alle Dozierenden ständig raushauen, aber es passiert schon. Und gleichzeitig ist man natürlich auch sehr, sehr vorsichtig, zu Recht, zu sehr zu diskutieren, auch im medizinischen Kontext. Das kann ich auch total nachvollziehen, glaube ich, begrüße ich auch. Ich finde aber, wir haben keinen so ganz, es gibt kein Agreement dazu, wie wir jetzt eigentlich damit umgehen. Und schön wäre es ja schon, wenn wir das zum einen einfach auf Fotobeispielen und Fällen und so weiter, wenn man das ganze Spektrum abbilden würde, fände ich total wichtig. Und ich kann gar nicht sagen, wie sehr es problematisiert wird, aber ich befürchte schon eher, ja, dass man in der Infektiologie dann hört, der Migrant mit TBC oder der syrische Flüchtling, der dann HIV hat etc., dass es dann immer so auch so ein bisschen so in so einem Kontext erscheint, sodass vielleicht doch viel mehr Alarmglocken da sind, als es eigentlich notwendig und hilfreich wäre. Das ist mir auch bei der Recherche zu dem Thema aufgefallen, jetzt im Voraus, auch in der Vorbereitung, dass es wirklich genau diese zwei Typen gibt, was Sie gerade gesagt haben, also sehr viel Stereotypen und auf der anderen Seite dann eher das Thema gar nicht groß behandelt wird. Vielleicht, weil es wirklich eine gewisse Hemmung dann noch gibt, darüber anders zu reden als in Stereotypen. Wie gehen Sie in Ihrer Praxis mit dem Thema um? Sie hatten ja vorhin auch bei dem Projekt erzählt, dass Sie da wirklich auch mit Praxen zusammengearbeitet haben. Machen Sie in Ihrer Praxis auch Ähnliches? Ist interessant, weil ich habe das Projekt gemacht, als ich selber noch gar keine Praxis hatte und war dann natürlich auch viel idealistischer und habe mir da viel mehr Sachen überlegt, die man dann machen müsste und machen könnte. Tatsächlich bin ich hier in so einem Winzerdorf im Breisgau, wo unterdurchschnittlich viele Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Patientenklientel sind. Natürlich haben wir die auch, genau wie jeder andere. Ich bin froh, dass das in meinem Team kein Thema ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass in meinem Team Rassismus wirklich eine Rolle spielt. Ich habe auch eine aus Kenia stammende MFA und die andere hat polnische Eltern und so weiter. Also ich glaube, da ist auch schon vielleicht so eine gewisse Grundsensibilität. Mein Kollege selber hat früher im Medinetz gearbeitet, also in dieser Institution, wo man sich um Menschen ohne legalen Aufenthaltstitel kümmert, denen medizinische Versorgung zukommen lässt. So dass es, glaube ich, bei uns insgesamt würde ich sagen, ist das Team da sehr offen und das finde ich sehr, sehr hilfreich, weil ich finde es schwierig, hier mit so Rassismus innerhalb des Teams umzugehen. Das muss ich Gott sei Dank nicht. Und ich habe viel aus diesen Projekten mitgenommen und versucht es natürlich hier so gut es geht zu integrieren. Aber ich glaube und befürchte, dass ich über das Gleiche stolpere wie alle anderen. Ja, also, dass man einfach nicht die Zeit hat, dass man natürlich auch begrenzt ist mit dem, was man wirklich dann, wenn es mal hart auf hart kommt. Also ich habe so ein paar Fälle vor Augen, wo einfach das Problem ja kein rein medizinisches ist, das kenne ich auch schon aus der Flüchtlingsaufnahme, weswegen ich da auch nicht ewig hätte bleiben können, weil man löst als Arzt da keine medizinischen Probleme, sondern man stößt einfach permanent an diese sozialen, strukturellen Schranken. Und das habe ich natürlich hier in einem weniger harten Ausmaß, aber in der Praxis auch. Und da gibt's ja oft auch gar nicht so die tolle Idee. Ja, ich kann ja auch keinen Aufenthaltstitel backen und ich kann auch nicht, ja, ich kann auch nichts daran ändern, dass die wirklich ja tatsächlich auch oft in so ganz prekären Arbeitsumständen. Ich schreibe dann schon einfach eine Krankmeldung, weil ich vielleicht auch ein bisschen länger, um denen eine Pause zu gönnen, weil ich einfach finde, dass die unter so unmöglichen Bedingungen arbeiten müssen. Aber im Kern ändere ich ja daran dann auch nichts. Aber ich erlebe schon viel Dankbarkeit und das ist ja auch das, was wir in diesen Projekten dann immer versucht haben, auch rauszustellen. So diesen Aspekt von der problematischen Migration auch zu diesem, was es uns eigentlich auch alles gibt, ne? Wie es uns bereichert und was es uns auch einfach alles an schönen Erlebnissen gibt. Und wenn man sich bemüht, seinen Blickwinkel darauf zu legen, dass man das auch oft findet. Ne? Einfach die, wie dankbar die Leute sind. Erst heute hatte ich wieder jemanden, der war einfach unglaublich dankbar, dass jetzt einfach sich mal jemand hingesetzt hat mit ihm auf Englisch, geklärt hat, was er mit seinem Problem machen muss.
so und welche Wege es gibt und wie man da hinkommt. Oder wir haben auch öfter Studierende hier in der Praxis und die haben ja dann auch manchmal so ein bisschen mehr Zeit als man selber, der da irgendwie so durch seine Patientenliste durchhirschen muss. Und ja, wir haben auch da schon mal jemanden einfach, die setzen sich dann hin und machen dann per Google Dolmetscher einfach so Wegbeschreibungen. Ich glaube, dass wir da in der Hausarztpraxis mehr Möglichkeiten haben, weil wir die Leute einfach häufiger sehen. In diesen spezialisierten Zentren ist dafür einfach leider nicht die Zeit. Und ich glaube auch da, das System krankt ja an allen Stellen an den gleichen Problemen. Aber wir können das vielleicht ab und zu noch so ein bisschen besser auffangen. Ja, Sie haben gerade von Dolmetscher gesprochen, beziehungsweise Übersetzungsdienst. Sprachbarrieren sind ja auch ein Thema. Wie lassen sich die am besten überwinden, beziehungsweise wie handhaben Sie es in der Praxis oder was raten Sie auch den anderen niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen? Fängt ja an mit Angabe auf der Website, so nach dem Motto, wir sprechen Ihre Sprache, aber auch Kontakt zu Fachdolmetschern oder wie Sie selbst gerade gesagt haben, vom Personal, der auch mal mit Google Translate arbeitet und sich die Zeit nimmt. Genau, also das kam auch bei diesen Projekten als immer wieder das Hauptproblem raus, dass einfach diese Sprachbarriere, wenn die nicht zu überwinden ist, dann kann man eigentlich nicht anständig ärztlich mit den Menschen kommunizieren, weil man ja schon seiner Aufklärungspflicht gar nicht nachkommt oder nachkommen kann. Wie gehen wir damit um? Es ist schwierig, weil es im Kern nie gut genug ist für das, was wir eigentlich bräuchten. Und ich setze da wirklich ganz große Hoffnung in diese künstliche Intelligenz. Das hat sicherlich ganz, ganz viele Aspekte, aber ich denke, dass das in den kommenden Jahren uns wirklich was ermöglicht, was vielleicht noch nie in der Form möglich gewesen ist. Und auch jetzt schon gibt es ja, es gibt DeepL, es gibt Google Translate, es gibt schon einige gute Programme, die wirklich viel ermöglichen. Man muss sich, glaube ich, bewusst sein, dass die ihre Schwächen haben und dass da auch wiederum Fehler passieren, die natürlich im medizinischen Bereich auch eine gewisse Tragik haben können, wenn Übersetzungen so völlig fehllaufen. Aber man kann damit schon Erfahrung sammeln und man kann viele zumindest mal einfache Informationen wirklich dann auch sicher rüberbringen. Und was tatsächlich auch sehr wichtig ist, man hat diese dritte Person nicht im Raum. Diese dritte Person wäre natürlich ideal, wenn sie gut ausgebildet wäre. Aber es gibt in Deutschland gar keine Ausbildung für medizinische Dolmetscher, die in irgendeiner Form geschützt ist oder so. Und wir kriegen die ja eigentlich nie in der Flüchtlingsaufnahme. Ironischerweise war das möglich, weil das einfach aus einem anderen Topf bezahlt wurde. Aber sobald die in die Regelversorgung kommen, gibt es einfach, es gibt ja gar kein Geld für diese Dolmetscher und man kann nicht verlangen, dass das immer auf ehrenamtlicher Basis funktioniert. Und dann läuft es eben häufig auf diese Dolmetscherinnen und Dolmetscher aus dem familiären Kreis hinaus. Und das ist sicherlich allen bewusst, die sich mit dieser Thematik schon mal befasst haben, dass das so viele Probleme birgt, dass man da viel mehr noch kaputt macht oder auch Grenzenverletzungen begeht, ohne sich dessen bewusst zu sein, so dass das eigentlich auch keine Lösung ist. Na, und schon gar nicht die eigenen Kinder. Na, da kommt es dann nochmal zu anderen Problemen. In Großbritannien zum Beispiel ist es verboten, Kinder unter 16 fürs Dolmetschen zu benutzen, in Anführungsstrichen. Das hat, in Deutschland gibt es solche Gesetzgebung nicht, aber es wäre sicherlich sehr sinnvoll. Ja, wie gehen Sie damit um, wenn Sie Patientinnen und Patienten haben, die das vorschlagen, dass eben der minderjährige Sohn mitkommt und übersetzt? Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Also ich habe das hier tatsächlich so in der Form noch nicht gehabt. Sie sind meist älter, Gott sei Dank. Vielleicht auch einfach jetzt gerade Zufall. Wenn man die rausschickt, was ich eigentlich, ich würde mir wünschen, dass ich das machen würde. Ja, aber wenn man die dann rausschickt, dann hat man womöglich gar keine Basis mehr. Und dann würde ich jetzt heutzutage, mittlerweile, würde ich sagen, okay, dann versuchen wir es halt mit Google Dolmetscher oder mit irgendeinem anderen Tool, bevor ich die Kinder da drin lasse, weil ich einfach auch viele richtig üble Geschichten auch in der Flüchtlingsaufnahme miterlebt habe, wo dann Kinder wirklich von ganz schwer traumatisierenden Erfahrungen der Mütter auch mit dem sexuellen Kontext dann immer wieder berichtet haben, die noch zum Teil noch nicht mal in die Schule gegangen sind. Und das war dann so ein, ja, einfach, wo das Kind dann auch instrumentalisiert wurde ein Stück weit. Und das muss man, denke ich, unbedingt vermeiden. Aber ja, ich weiß es nicht. Kann's ja, also ich würde alle Kollegen darum bitten, sich dessen bewusst zu sein und lieber das Thema wirklich einfach nochmal anzusprechen, zu sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass Ihr Kind das macht. Überlegen Sie sich, ob es nicht doch jemand anders gibt. Lassen Sie uns nochmal einen neuen Termin vereinbaren. Ich glaube, das braucht's.
wenn die dann insistieren, dann muss man da vielleicht nochmal andere Wege finden. Aber ich würde zumindest mir wünschen, dass wir das alle signalisieren, dass das nicht adäquat ist und dass das für die Kinder schädlich ist und dass das auch dieses Eltern-Kind-Verhältnis auf eine Art und Weise beeinflusst, was wir noch gar nicht abschätzen können. Ja, das wird dann manchmal so ein Selbstläufer, der sicherlich für alle Beteiligten nicht gut ist. Und ich möchte da einfach nicht Bestandteil dessen sein. Aber ich habe tatsächlich diese Situation in der Flüchtlingsaufnahme schon, aber jetzt hier in der Niederlassung so noch nicht erlebt, jetzt gerade. Und ich finde, man muss dann natürlich auch unterscheiden, wenn es jetzt darum geht, da hat sich der Papa das Bein gebrochen oder den Arm gebrochen und dann geht es darum, da irgendwie den Röntgentermin und oder Überweisung zum Chirurgen. Dann ist es immer noch die Zeit des Kindes, ne, die es lieber eigentlich auf dem Spielplatz verbringen sollte und nicht in meiner Arztpraxis, aber das finde ich dann noch okay. Aber wenn es dann in schwierigere und vor allem dann so psychische Aspekte geht, dann will ich das eigentlich nicht mehr machen. Wenn Sie sich auf eine Sache beschränken müssten, die Sie allen Hausärztinnen und Hausärzten in Bezug auf das Thema kultursensitive Gesundheitsversorgung und vor allem eben in der Hausarztpraxis gerne mit auf den Weg geben würden, was wäre das? Das Individuum zu sehen, tatsächlich das, was wir ganz am Anfang hatten. Ja, also wirklich zu versuchen, dieses Gruppenbilden, dieses Othering sagt man ja auch, ne? Wir sind hier die Deutschen und ihr seid die, was weiß ich, die Syrer oder die Türken oder wie auch immer. Dass man sich da wirklich ermahnt, das einfach nicht zu tun und dass man das Individuum Frau A und Herrn B sieht und dass ich denen genau die gleiche Chance gebe, die hausärztlich kennenzulernen. Das ist ja das Schöne eigentlich an unserem Beruf, dass wir sie immer wieder sehen und auch, wenn es gut läuft, über Jahre oder wenigstens mal Wochen und Monate bei Migrantinnen und Migranten, kann man ja häufig gar nicht so über Jahre sprechen, weil viele Umwege noch in den Biografien sind, aber dass man sich wirklich, wirklich das angewöhnt, dass man da genauso nachfragt, wie viele Kinder haben sie, welchen Beruf haben sie gelernt, seit wann sind sie hier und so, und dass man sich jedes einzelne Schicksal sozusagen zusammenpuzzelt, wie ich das ja auch bei jedem Deutschen machen würde, den ich neu kennenlerne. Ich glaube wirklich, dass das Hauptding ist. Ja, Frau Dr. Jung, ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Gast in unserem Podcast waren. Ja, vielen Dank. Wir hoffen, dass auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Gespräch interessant fanden und Sie etwas für sich und Ihre Praxis mitnehmen konnten. Weitere Informationen und Links finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Spotify oder auf einer der anderen gängigen Podcast-Plattformen. Auch in den kommenden Folgen von O-Ton Allgemeinmedizin geht es um spannende Themen. In der nächsten Folge widmen wir uns dem Thema drogenabhängige Patienten in der Hausarztpraxis. Weitere Inhalte finden Sie unter www.medical-tribune.de. Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.